Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In die geplanten Volkskammerwahlen in der DDR am 6. Mai wollen die 6 größten oppositionellen Parteien und Bürgerbewegungen mit einem Wahlbündnis gehen. Sie vereinbarten, mit einem gemeinsamen Wahlprogramm und gemeinsamen Kandidaten anzutreten. Dem Bündnis gehören unter anderem der Demokratische Aufbruch, das Neue Forum und die Sozialdemokratische Partei an. Der Wahlkampf hat begonnen. Einmal die Woche sitzen Sie noch am runden Tisch. Die etablierten Parteien mit der SED an der Spitze auf der einen, die neue Opposition auf der anderen Seite. Vor allem der Rückfall der SED in Methoden von gestern, der Plan für einen neuen Sicherheitsdienst noch vor den Wahlen und der Versuch, die Nazischmierereien der letzten Tage propagandistisch zu nutzen, haben die 6 neuen Oppositionsgruppen zu gemeinsamem Handeln, zu einem Wahlbündnis bewogen. Was sind die Gründe? Wir haben am 4. Oktober dieses Wahlbündnis bereits geschlossen und haben das jetzt gestern erneuert, um deutlich zu machen, dass wir als Opposition in der DDR und die sechs dort beteiligten Parteien und Bürgerbewegungen den festen Willen haben, am 6. Mai in diesem Land politische Verantwortung zu übernehmen. Und gab es irgendeinen konkreten Auslöser in der Politik der letzten Tage oder Wochen, dass das jetzt in dieser Form nochmal geschehen ist? Ich denke, die Verhandlungen gestern am runden Tisch, die Hilflosigkeit der Regierung Murdrow gezeigt haben, und die gezeigt haben, dass die SED versuchen will, das Ministerium für Staatssicherheitsdienst wieder neu zu installieren, dass das auch dazu geführt hat, dass wir uns jetzt noch mal ganz deutlich an die Öffentlichkeit gewendet haben. Das heißt aber doch, dass zunächst einmal das Wahlbündnis erst einmal ein defensives ist, sagen wir ein Wahlbündnis gegen die SED. Ist das richtig? Es ist ein Wahlbündnis für unser Land. Wir wollen dieses Land verändern. Wir wollen, dass es ein demokratisches Land wird. Und das geht nur ohne die alten Parteien, ohne die SED, ohne die CDU, die LDPD und die anderen. Das ist, ich denke, wir gehen jetzt aus der Defensive endlich wieder in die Offensive und versuchen uns jetzt gemeinsam gegen die doch nicht ganz saubere Taktik der SED zu stellen. Wenn man gestern das in Treptow gesehen hat, dass die SED dort mit den anderen ehemaligen Blockparteien wieder gemeinsam auf einer Bühne steht, das erinnert einen an alte Zeiten, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Der frühere Staats- und Parteichef der DDR, Honecker, steht nicht mehr unter Hausarrest. Diese am 8. Dezember verhängte Maßnahme habe keinerlei rechtliche Grundlage gehabt, sagte heute der Leiter der DDR-Kriminalpolizei, General Nedwig. Honecker, dem Amts- und Machtmissbrauch vorgeworfen werden, muss nach Regierungsangaben aus der prominenten Siedlung Wandlitz bei Berlin ausziehen. Ihm sei eine Ersatzwohnung angeboten worden. Wie weiter mitgeteilt wurde, soll der 77-Jährige schon bald von einer unabhängigen Ärztekommission auf seine Haftfähigkeit untersucht werden. Vor dem Ausschuss der DDR-Volkskammer zur Überprüfung von Amtsmissbrauch und Korruption haben heute der frühere Chefideologe der SED, Kurt Hager, und der ehemalige Volkskammerpräsident Sindermann ausgesagt. Hager, 26 Jahre im Politbüro, gestand große Schuld ein. Er übernehme die Verantwortung für alles, was misslungen sei. Die Ausweisung des Liedermachers Biermann nannte Hager jetzt falsch. Zu Beschränkungen, denen Schriftsteller und Künstler ausgesetzt waren, sagte er, das sei Ausdruck der damaligen gesamtpolitischen und kulturpolitischen Orientierung gewesen. Horst Sindermann erklärte, er schäme sich für das System, das er mitgeduldet habe. Die Wende hätte schon 1985 kommen müssen. Der Grundwehrdienst in der DDR soll von derzeit 18 auf 12 Monate verkürzt werden. Darüber verständigte sich heute das Kabinett in Ost-Berlin unter Leitung von Regierungschef Murdrow. Im Vorgriff sollen schon am 26. Januar 25.000 Wehrdienstleistende vorzeitig entlassen werden. In Vorbereitung ist auch ein Gesetz zur Einführung eines zivilen Ersatzdienstes. Ferner soll es eine neue Dienstordnung für die Soldaten der Nationalen Volksarmee geben. Sie werden nach Angaben von NVA-Sprecher Hempel künftig Reisepass und Personalausweis erhalten, um uneingeschränkt reisen zu können. Dies war den Soldaten in der DDR bislang untersagt. Bundeskanzler Kohl hat nach eigenen Angaben französische Bedenken gegen eine überstürzte Wiedervereinigung beider deutscher Staaten ausgeräumt. Dies erklärte er nach einem informellen Treffen mit Staatspräsident Mitterrand auf dessen Landsitz bei Soustan in Südwestfrankreich.
Es ist der erste Besuch von Kanzler Kohl auf dem privaten Landsitz des französischen Staatspräsidenten. Das gilt als besondere Geste, denn bisher hat Mitterrand nur ihm auch parteipolitisch nahestehende Staatsmänner wie Philippe González, Willy Brandt oder Helmut Schmidt hierher nach Lecce in die Nähe von Biarritz eingeladen. Ganz ohne Tagesordnung, ohne den üblichen Stab, trafen sich beide in Begleitung ihrer Dolmetscher zum Mittagessen. Bundeskanzler Kohl wirkte entspannt wie immer, während Präsident Mitterrand ihn eher verhalten empfing. Beide wollen vor der Öffentlichkeit die vielbesungene deutsch-französische Freundschaft dokumentieren. Die Frage, wer kann oder darf sich zuerst einigen, Deutschland oder Europa, steht jedoch zwischen den beiden. Die französischen Zeitungen sprechen von einer tiefen Krise zwischen den Nachbarn. Diese private Einladung ist ein Versuch, das leicht angeschlagene deutsch-französische Verhältnis zu reparieren. In seiner Neujahrsansprache hatte Mitterrand gesagt, die Wirtschaftsunion sei der unabdingbare Schritt auf dem Weg zu einer gesamteuropäischen Konföderation. Die deutsche Frage sei nur langfristig zu lösen. Der Kanzler stimmte ihm heute darin zu. Sie könne nur mit Geduld und Augenmaß und in Absprache mit den östlichen und westlichen Nachbarn geklärt werden. Offen blieb jedoch heute, ob die DDR auch als Partner der EG akzeptiert wird. Wir die Deutschen brauchen mehr noch als andere die schnelle Integration der europäischen Gemeinschaft. Und auf diesem Weg ist es ganz wichtig, dass Paris und Bonn, dass François Mitterrand und ich eng zusammenarbeiten wie bisher, das werden wir tun.